Viele Leute fragen mich, wie viel mehr produzierst du eigentlich in der neuen Sennerei? Meine Antwort ist immer, genauso viel wie vorher. Die Firma wurde ursprünglich gegründet von meinem Ur-Urgroßvater, dem Martin Baldauf, 1862. Und so Familien wie meine sind auch maßgeblich daran beteiligt, dass sich eine neue Form von Landwirtschaft, die Milchwirtschaft, etabliert hat. In der Hochzeit hatten wir bis zu 27 Dorfsennereien. In den 70er Jahren waren noch 3 übrig. Und was mich an denen immer gestört hat, ist, dass sie nicht sehr umweltfreundlich sind. Und jetzt haben wir die erste eigene Sennerei gebaut, hier am Standort in Goßholz. Das Ziel der Sennerei war, 50% weniger Energie pro Kilo Käse zu verwenden. Und das schaffen wir durch Energierecycling. Die Milch, die wir täglich in die Käserei bringen, muss ich erstmal anwärmen. Das braucht sehr viel Energie. Natürlich, wenn die Milch verarbeitet ist, bleibt mir warme Molke. Die muss wieder gekühlt werden, damit sie nicht verdirbt. Dieser Austausch passiert mit einer Wärmeschaukel. Es ist ein Tank, der ist ca. 10 Meter hoch und der ist gefüllt mit Wasser bis oben hin. Oben ist das warme Wasser, unten das kalte. Dieses Wasser nehme ich als Speicher und über ein Rohrsystem verteilen wir dann eben das warme oder kalte Wasser, je nachdem, wo es gebraucht wird. Und das führt eben zu dieser Reduktion an Energie. Im Keller unserer Sennerei steht ein sogenanntes Blockheizkraftwerk. Das Gas, das in dem Motor verbrannt wird, dient der Erzeugung von Wärme und Strom für unsere Käserei. Betreiben können wir das Blockheizkraftwerk mit Biogas. Deshalb sind wir emissionsneutral. Uns ist es wichtig, die Milch möglichst direkt und naturbelassen zu verkäsen. Natürlich verändert sich die Milch übers Jahr. Je nachdem, ob die Kuh im Stall steht, auf der Wiese ist und was sie zu fressen kriegt. Im Sommer grünes Gras, im Winter frisst sie Heu. Und es ist eben unser handwerkliches Geschick, diese Veränderungen auszugleichen und eine gleichbleibende Qualität zu erzeugen daraus. Mit unserer Sennerei haben wir auch unsere Lagerkapazitäten vergrößert, weil wir unseren Käsen mehr Zeit geben wollen zu lagern und zum Reifen. Dadurch, dass wir jetzt die Milch zentral hier verkäsen, entfällt der Käsetransport von den Dorfsennereien in das zentrale Lager hier in Goßholz. Und durch die Eindickung unserer Molke können wir das Verkehrsaufkommen für den Molketransport in etwa vierteln. Insgesamt entspricht das etwa 100.000 Lkw-Kilometern pro Jahr. Das ist mehr wie zweimal um die Erde fahren. Die Baldorf-Sennerei ist für mich auch ein Statement. Damit diese Käserei-Tradition hier auch überleben kann, muss man mit der Natur arbeiten. Das ist mein Lebenswerk.